Herzlich willkommen zu Bote TV. Heute sind wir mit der Linsen Grand Sturdy 45 AC Intero auf der ruhigen Mars unterwegs. Von außen hat die 45 AC immer noch den typischen Linsenlook. Neuheiten findet man hier eher unter Deck und in den größeren gebogenen Fensterpartien sowie den größeren Bullaugen. Gebaut werden Deck und Rumpf weiterhin aus Stahl in Stärken zwischen 4 und 6 mm. Das Unterwasserschiff hat eine besondere Form, wodurch der Rumpf eine gerundete Spantenform bekommt und geräuschärmer, sparsamer und auch weicher im Rauwasser läuft. Das mit dem Rauwasser konnten wir auf der ruhigen Mars allerdings nicht ausprobieren. Wer viel auf See fahren möchte, kann sich aber noch ein optionales Stabilisierungssystem installieren lassen. Was wir jedoch in aller Ruhe ausprobieren konnten, war die schnelle, enge Kurvenfahrt. Hierbei legt sich der Rumpf nur ganz gering auf die Kurvenaußenseite und zieht fast waagerecht seine weichen Runden. Da scheppert nichts in den Schränken oder fällt von den Tischen. Selbst dann nicht, wenn unser Boot in der eigenen Welle einschwingt. Um nach solch einem Manöver mit der leichtgängigen Lenkung auch schnell die Mitte wiederzufinden, sitzt auf unserem Testboot eine Ruderstandsanzeige. Auf dem Geradeauskurs zeichnet sich der Rumpf durch einen spurtreuen Lauf aus. Die Marschgeschwindigkeit errechnen wir bei knapp 8 Knoten mit etwa 400 Seemeilen Reichweite. Was für dieses Fahrtenboot einen passenden Wert darstellt. In langsamer Fahrt, mit etwa 5 Knoten, sind sogar Nonstop-Fahrten von über 1000 Seemeilen drin. Damit die Reise nicht durch nervende Geräusche gestört wird, kapselt die Werft ihre Motoren sorgfältig ab. Wir messen auf der Plicht mit herausgenommener Persenning Seitenteilen und Heckteilen bei Vollgas mit 9,6 Knoten und 3000 Umdrehungen pro Minute gut 70 dBA, in Marschfahrt 68 dBA und in langsamer Fahrt gerade noch 61 dBA am Fahrerohr. Der Fahrer findet seinen Platz auf einem bequemen Lehnensitz, der sich in alle Richtungen verstellen lässt. Am Rohrgestell ist eine Fußstütze montiert, die der Skipper für die bequeme Fahrt im Stehen einfach hochklappt. Die Bedienelemente lassen sich in allen Fahrsituationen gut erreichen, was auch für die Hebel von Bug- und Heckstrahlruder gilt. Mit beiden Strahlrudern und der Wendigkeit der Doppelmotorisierung legt der Skipper die Linsen sicher an. Damit man auf Reisen auch immer weiß, wo es lang geht, sitzt auf dem Testboot ein Plotter von Raymarine. Außerdem findet der Skipper noch Kontrollinstrumente für die Motoren von Volvo Penta und einen Autopiloten, um sich die Fahrt einfach zu machen. Gute Sicht hat man durch eine geteilte Windschutzscheibe mit drei Scheibenwischern und Waschanlage. Klar ist, dass sich die Fensterelemente für eine geringere Durchfahrtshöhe abklappen lassen. Neu hingegen ist die Befestigung des passenden Cabrio-Verdecks mit Gummilaschen, was besonders an kühlen Tagen das Aufspannen definitiv vereinfacht. Unter dem Verdeck ist eine U-Sitzbank mit großem Tisch untergebracht. Wer von der Plicht auf den Treppenzugang zur Badeplattform mit langer Leiter und Heckdusche möchte, muss erst die mittleren Teile vom Tisch wegklappen und eine kleine Sitzbank entfernen. Unter Deck geht es ebenfalls über eine Treppe an Backbord. Hier unten zeigt sich dann ein frisches Design. Die verarbeiteten Hölzer im Innenraum tragen laut Linsen zu einer verbesserten Tiefenwirkung bei und um einen schöneren Kontrast zu den Lederbezügen zu bilden. Dieses Outfit zeigt sich von der Bugkabine für die VIP-Gäste bis zur Achterkabine, die für den Eigner konzipiert ist. Die Neuerung hier, die Koje fällt größer aus und ist dezentral an Steuerbord angeordnet. Außerdem verfügt der Eigner über einen riesigen Kleiderschrank und eine geräumige Nasszelle. Die separate Toilette und Dusche im Vorschiff teilen sich die Gäste aus Bug- und Mittelkabine. Im hellen Salon findet man eine komplett ausgestattete Pantry, der gegenüber eine Dinette angeordnet ist.
Eine weitere, bequeme L-Sitzecke, die auch zur Koje wandelbar ist, ordnet Linsen hinter der Pantry an. In Sachen Verarbeitung setzen die gesamten Stahlarbeiten, Installationen, Einbauten und die Lackierung auf unserem Testboot einen hohen Standard. Beim Fahren und Manövrieren sind uns die sicheren Fahreigenschaften, das einfache Manövrieren mit den zwei Strahlrudern und die gute Reichweite positiv aufgefallen. In Sachen Verarbeitung und Technik sind die wertigen Stahl- und Interieurverarbeitung sowie die sauber montierte Technik ein hoher Standard. In puncto Sicherheit gibt es von uns für den Feuerlöscher und die Feuerlöschanlage und die gute Bewegungssicherheit Pluspunkte. Der Komfort an Bord überzeugt durch komfortable Kojen und Sitzmöbel sowie ein modernes und helles Innendesign. Unser Fazit? Die Linsen Grand Sturdy 45AC Intero ist weiterhin eine typische Linsen, bei der jedoch Stilelemente im Inneren moderner und heller gestaltet sind. Sie bietet alles für die unterschiedlichsten Reisen mit mehreren Personen. Bei der Verarbeitung und den Installationen zeigt sich ein hoher Standard und die Doppelmotorisierung verspricht entspannte Touren.